Heute geht es um das Thema Aufmerksamkeit, ein Thema, das es in sich hat, weil wir ja eigentlich ganz viel darüber wissen und trotzdem ist es super spannend, mal ins Detail zu schauen. Es wird hoffentlich nicht zu akademisch, obwohl ich hier ein paar Bücher liegen habe und darüber erzählen werde. Ich lade meine Präsentation. Es geht hier um die Macht der Aufmerksamkeit. Wir fangen natürlich an, wen könnte es anderes geben? Wir fangen an mit Donald Trump. Donald Trump, der weiß, wie man Aufmerksamkeit gewinnt und er sieht das auch als einen materiellen Gewinn an. Die Maggie Haberman, die das dicke Buch über ihn geschrieben hat, hier Confidence Man, die beschreibt, wie die Leute, die seine Aufmerksamkeit suchen, sich im Weißen Haus an den Sicherheitsleuten mehr oder weniger vorbeischleichen und versuchen, ihn in seinem Büro oder auf dem Gang abzupassen. Oder sie selber hat in New York im Trump Tower immer unten vor den Aufzügen gewartet, bis er rauskam. Weil bekannt war, dass die letzte Person, mit der er gesprochen hatte, dessen Meinung hat ihn beschäftigt und die hat er oft übernommen in Tweets und in Auftritte. Das Body Budget, was man managt als Körper, als Mensch, das bekommt durch den Zugewinn an Aufmerksamkeit ganz viel Nahrung. Deshalb ist es für jeden Menschen wichtig. Also man spricht auch vom Bad in der Menge und man zieht ja auch immer die Aufmerksamkeit von etwas anderem ab, vielleicht sogar auch von anderen Menschen. Genauso gut sind wir dabei, Aufmerksamkeit zu zollen. Also der Begriff ist auch schon sehr sprechend im Englischen Paying Attention. Und die Neuroforscherin Lisa Feldman Barrett hat ein super cooles Buch geschrieben über das Gehirn und wie das Gehirn unser Body Budget managt und auch im Wesentlichen damit unsere Aufmerksamkeit lenkt. Denn Aufmerksamkeit kostet Kalorien, kostet Body Budget und ist eine limitierte Ressource. Und das macht es eben so spannend für alle die in der Öffentlichkeit agieren und auch für die Medien, weil sie versuchen natürlich von dieser limitierten Ressource so viel von uns zu kriegen wie nur möglich. Diesen Mechanismus der Aufmerksamkeitsökonomie, der wirtschaftlichen Bewertung auch von Zahlen wie Followern oder von Zahlen von Presseberichten, die hat der Georg Frank als erstes thematisiert und zwar schon relativ früh 2007. Georg Frank, die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Und das war noch eine unschuldige Zeit. Da hat er gesprochen darüber, dass auch die Nähe zu Prominenten eine Quelle des kleinen Prestiges ist. Also wenn ich ein Selfie mit einem berühmten Fußballer mache, dann hebt mich das so ein bisschen hoch, zumindest einen kurzen Moment, wenn ich das dann online posten kann. Die Zahl der Follower ist super wichtig geworden, denn Aufmerksamkeit ist inzwischen doch ein Zahlungsmittel geworden. Aufmerksamkeit und Follower geben Zutritt, bringen Verträge für Dienstleister, bringen Verträge für Werbung. Also insofern ist tatsächlich Aufmerksamkeit eine geldwerte Sache geworden. Und jetzt passiert was Interessantes, weil man sagt, dass also ungefähr die Zahl der Influencer wesentlich stärker gestiegen ist als jede andere Berufsgruppe. Und die Menschen, die davon leben müssen, die erfahren, wie alle Kreativen, ein ganz eindrucksvolles Schicksal. Das wird hier am Beispiel der Popmusikindustrie erläutert. Und es ist ein super spannender Artikel aus einer Fachzeitschrift Billboard. Und die sagt, dass die Zahl der neuen Acts, die in die Top 10 der Hot 100 aufsteigen, in den Jahren drastisch zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Also von 2001 bis 2004 schafften es noch 30 Neueinsteiger und in die Top 10. 2019 waren es nur noch 15 und 2021 13. Also die Zahl geht drastisch zurück. Und einer der Profis, da sagt es ganz ganz drastisch, aber sehr, sehr eindrucksvoll. There's less and less shit working. Und das ist das Schicksal der Creators.
So, die Preisentwicklung könnte man sagen für Aufmerksamkeit ist inflationär. Also der Preis der Aufmerksamkeit, der gezollten Aufmerksamkeit, der sinkt. Das wird sehr deutlich, wenn man neue Filme anschaut oder auch Zeitungsartikel liest über diese jungen Creators, dann haben ganz viele mit Burnout zu tun und die sind so nach einem Jahr, anderthalb, sind die völlig am Ende, weil sie einfach zu stark in die Fänge dieser Algorithmen geraten sind, die ständig neue Inhalte von ihnen verlangen. Also bei YouTube zum Beispiel wurden längere Features nur noch promotet und nach oben gespült. Und das machen diese Algorithmen, die natürlich wollen, dass die Betrachter lange auf der Plattform bleiben, aber die Aufmerksamkeit so dirigieren, dass sie nicht breit verteilt wird, sondern dass sie auf Spitzen Leute zugeschnitten wird und andere dann voll hinten runterfallen. Dieses Phänomen, dass sich Leute zurückziehen von TikTok zum Beispiel, das ist ziemlich verbreitet. Und jetzt ist es auch so, dass man ihnen oft sagt, ja, was beklagst du dich? Du bist halt ein Influencer, das ist dein Schicksal, komm drüber hinweg. Und das hilft ihnen natürlich auch nicht, weil das ihr Lebensunterhalt ist. Dennoch wollen 38% aller amerikanischen Jugendlichen nicht aufs College gehen, sondern direkt Influencer werden, nachdem sie die Highschool beendet haben. So, und dann gibt es noch einen Mythos, mit dem man aufräumen muss, und das ist die Geschichte vom Goldfisch und der Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn Sie sich die Bilder zum Thema Aufmerksamkeitsspanne im Netz anschauen, dann sehen Sie diesen Goldfisch ständig. Man angeblich hat der eine 9 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne und angeblich ist unsere von 8 inzwischen schon wieder auf 6 gesunken. Aber das kann die Wissenschaft nicht bestätigen, schreibt das Wall Street Journal. Deswegen würde ich sagen, wir lassen das bleiben. Natürlich geben wir die Aufmerksamkeit immer partiell, wie in einem Single-schnellen Wechsel, Single-Tasking. Und das ist nicht einfach, wenn so viel um uns herum Information ist. So, die Frage ist, was kann man tun? Was ist eigentlich das Fazit? Und das Fazit kann nur sein, dass man diese neue Realität akzeptiert und in ihr lebt, indem man sich nicht zurückzieht, weil wenn man sich zurückzieht, findet man einfach auch gar nicht mehr statt in seinem Wirtschaftszirkel, im öffentlichen Leben. Aber es heißt neu arbeiten, schlank, effizient, sich vor allen Dingen nicht verzetteln und die Art der Botschaften anpassen, drastisch vereinfachen, sich auf wenige fokussieren. Interaktion. Broadcast ist vorbei, der Dialog zählt. Aufmerksamkeit schenken, ein schönes Wort. Und so selten war wirklich geübt und praktiziert. Aufmerksamkeit dankbar entgegennehmen, auch nicht so häufig, dass man sich dafür bedankt. Deswegen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Schluss aber noch, wer wir sind. CEO Positions, ganz kurz, wir können persönliche Reputation, Personal Branding und Corporate Reputation, machen das seit sehr vielen Jahren, haben eine Menge Handwerkszeug im Gepäck und können zum Beispiel in unserem super guten Social Media Coaching Sie dazu bringen, dass Sie 6.000 Likes und Klicks haben pro Post, den Sie machen. Thank you.